Da hinten. Hier ist es ganz schön dunkel jetzt. Juhu! Hä? Wo sind wir hingefallen? Wie groß ist dieses Haus denn? Oh, da ist eine Tür. Wohnt hier jemand? Nö. Hier wohnen überall keine Leute. Die sind alle gestorben. Wir sind der letzte lebende Mensch. Ja, wir müssen in das Loch da, ne? Blablabla. Ja, so eine Kanalisation ist echt was Schönes. Wir gucken erstmal, was hier hinten ist. Noch mehr Tauben. Sag mal, was ist denn das hier? Aber wahrscheinlich ist es jetzt hier, gehört es nicht mehr zum Haus, sondern zum Stadtkomplex wahrscheinlich unten, oder? Kanalisation und so. Ist wahrscheinlich dann Durchgang halt dazu. Oh mein Gott. Aber schön Graffiti hier an den Wänden, ne? Und wir haben immer noch nicht unseren Sohn gefunden, der ja scheinbar aber nicht tot war. Also es gab jetzt, wir haben ja keine Leiche oder so gefunden wie bei den anderen, sondern er war ja nicht da. Wir haben ja nur Blut in der Wohnung gefunden, das auch offensichtlich nicht seins war. Ding. Warte mal, Fallprotokoll aktualisiert. Let's gucken. Suche nach Adam, warte, wahrscheinlich Mörders. Ich habe Victors Versteck gefunden, was auch immer er aus Adams Wohnung entfernt hat, würde. Ah, okay, Victors Versteck. Okay, wir wollten ja sein Nest finden, genau. Okay. Genau, er hatte irgendwas aus Adams Wohnung, genau. Alles voller Kabel hier. Hard to believe anyone could live here. Oh, noch mehr von den Masken. Hatte der jetzt da am Ende auch eine Maske aus? Nee, das sah aber ziemlich echt aus. Und irgendwas hatte der auch mit den Tauben. Gruseliger Typ. Oh, schön nackte Weiber hier. Hier Werwolfmann, also alles Wolfman, ne? Und eine tote Taube. Schön kaputtgerissen, ne? Okay, also ja, der Mann im Spiegel, also irgendwas, entweder selbst irgendwie ein bisschen schizophren, ein bisschen dissoziativ hier oder so, oder es war wirklich jemand, der ihn manipuliert hat. Auf jeden Fall hat er sich echt gerade schwer getan, sich auszudrücken, was jetzt, wie gesagt, einerseits habe ich die Vermutung, dass er eben mit einer Behinderung auf die Welt kam, weswegen die Leute so von vornherein schon ausgelacht haben und er deswegen vielleicht nach einer neuen Identität gesucht hat, oder halt er hat sich selbst so kaputt gemacht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht er sich selbst, hat er sich selbst jetzt auch nicht mehr als Mensch gesehen. Splicers. Haven't we invented enough ways to screw ourselves up?
Ah ja, okay. Gut, also es. Oh nein. Oh weh. Bitte lass es irgendwas anderes sein. Bitte lass es nicht das sein, was ich denke, dass es ist. Da hätte ich jetzt echt keine Lust drauf. Oh fuck. No. Oh God. Oh No. fuck. This can't be happening. It's not fucking happening. Dad? Was? Are you there? What kind of a sick game is this? Dad, I'm still alive. The head. Was? Don't connect to it. Adam? Adam, are you there? I need your help. There's a place in here called Sanctuary. Adam? Adam? Just try to call me back. God damn it. Oh fuck. Okay, ich hatte gerade erst noch so. Ich hab so gesehen, schon so aus der vorhin so. Oh, da liegt irgendwas Rundes. Aber ich dachte so. Bitte lass keinen Kopf sein jetzt. Oh nein, nicht Adam. Oh Gott. Ich darf es jetzt eigentlich gar nicht so zeigen, oder? Sonst wird hier gleich das ganze Video gesperrt. Okay, und irgendwie hat jetzt Adam es geschafft. Weiß ich nicht. Ist das echt sein Kopf? Ja, klar, sonst hätte Daniel jetzt natürlich nicht so reagiert. Aber irgendwie ist Adam noch am Leben und hat mit uns sich verbunden gerade. Oder jemand spielt uns einen Streich. Oder wer weiß, was in der Zeit der Implantat und so alles möglich ist. Auf jeden Fall hat er gesagt, wir sollen uns nicht mit ihm verbinden. Und, ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Die Stimme, die vorgab, Ellen zu sein, hat mich davor gewarnt, mich mit dem Kopf zu verbinden. Aber kann ich mir das leisten? Ich finde das Sanctuary. Die Person, die beteuert, Adam zu sein, erwähnte einen Ort namens Sanctuary. Falls die Möglichkeit besteht, dass er dort ist, muss ich diesen Ort finden. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, es ist eine Falle. Ich meine, klar, Implantate und so, aber das kann ja nicht möglich sein, dass jemand noch ohne Kopf lebt. Also wenn es jetzt der Kopf wäre, der mit uns geredet hätte, das hätte ja sogar noch ein bisschen. Ich dachte erst, der Kopf redet auch mit uns. Das hätte ja sogar noch irgendwie Sinn ergeben, dass der Kopf noch am Leben sein kann. Aber wie soll er denn ohne Kopf reden? Ich glaube, es ist eine Falle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist eine Falle. Ha, das Ding ist, ich müsste jetzt eigentlich, ich weiß es nicht, eigentlich müsste ich doch jetzt hier irgendwie speichern, dass ich hier, hier nochmal starten kann und dann, ja. Ich glaube, das mache ich sogar, dass ich jetzt hier an dem Punkt mal kurz die Aufnahme jetzt unterbreche, dass ich hier speichere. Also, dass ich jetzt hier mir ein Backup von der Stelle, ab der Stelle hier gerade ziehe und dann einmal versuche, vielleicht ein Sanctuary zu finden und dann die Backup-Datei nutze eben, um. Oder lohnt sich das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder spielen wir jetzt einfach das, was ich jetzt für richtig halte? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Adam noch am Leben ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ergibt keinen Sinn, dass er ohne Kopf reden kann. Das muss irgendeine Falle sein, weil klar, an sich kann man jetzt natürlich sagen, wir haben jetzt alle Sachen aus dem Weg geräumt. Also der Wolfman gibt es nicht mehr, aber da ist auch immer noch dieser Mann im Spiegel. Und was hatte der zu bedeuten? Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendeine Einbildung nur ist oder ob der irgendjemand war, der ihn manipuliert hat und was von uns will, Adam, sonst wem. Und es ergibt halt gerade null Sinn, dass Adam mit uns kommunizieren kann. Die Frage ist, was hätte irgendjemand anderes davon, uns jetzt davon abzuhalten, sich mit dem Kopf zu verbinden? Ja, vielleicht, dass wir eine gewisse Wahrheit nicht herausfinden. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich muss jetzt gerade auf meinen logischen Menschenverstand hören und einfach sagen, es ist unmöglich, dass Adam noch am Leben ist. Das geht nicht. Also, nee, das kann nicht sein. Also, vor allen Dingen, da, mal kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft, ja. Da ja Daniel die Möglichkeit ausgesprochen hat, dass das, ja, wie sollte das sein, wer ja auch immer vorgibt, Adam zu sein. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Nee, komm, ganz ehrlich, wir spielen jetzt
so wie ich spielen würde und dann, wenn es, ich meine, ich habe gehört, es gibt alternative Enden, aber ich spiele das jetzt einfach, wie ich es spielen würde, jetzt auf ersten Anhieb und das ist dann auch das Gameplay von Observer am Ende, würde ich sagen. Und alles andere, was es dann noch gibt, naja, das kann man dann immer noch sehen, aber hier und jetzt spielen wir einfach mal so weiter, wie ich es machen würde und ich würde jetzt eben, auch wenn die angebliche Stimme gesagt hat, dass wir nicht uns mit dem Kopf verknüpfen sollen, aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Adam noch am Leben sein sollte. Wie soll das sein? Hier ist der Kopf. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, einen Arm gefunden hätten oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber das ergibt einfach keinen Sinn. Oder irgendjemand hat sich in unser System da gehackt oder uns angerufen. Das ergibt bloß keinen Sinn, dass das Adam war. Aber wir gucken erstmal nochmal auf den PC hier. John Sebastian Ballard. Die natürliche Alternative. Wir sprechen mit John Sebastian Ballard, CEO von Ballard Genetics und Augmentations, über die Zukunft individueller Modifizierungen und der Furcht vor Veränderungen. Tom Tuber, Herr Ballard. John Sebastian Ballard, bitte nennen Sie mich John. John, stellen wir uns folgende hypothetische Situation vor. Ihr Sohn feiert seinen 18. Geburtstag. Er sagt zu Ihnen: Papa, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Ich gehe zur BG&A und lasse mir Tentakel im Gesicht einsetzen. John sagt: wenn er sich die Behandlung leisten kann, dann gehe ich davon aus, dass er ein sehr intelligenter junger Mann ist. Also höre ich ihm gern zu und versuche, seine Entscheidung zu verstehen. Sie weichen der Frage aus. Ich zeige nur auf, wie unfair es ist. Es ist immer leicht zu fragen, und wenn es Ihr Kind wäre. Aber in Wahrheit führen wir diese Unterhaltung schon seit Jahrhunderten. Als die Cyber... Was? Als die Cybernetik-Revolution begann, haben die Leute behauptet, das wäre der Untergang. Wir wären zu weit gegangen. Vor 100 Jahren wurden Transgender-Leute als Außenseiter und Freaks hingestellt, was glücklicherweise heute absurd wäre. Es gibt immer Leute, die Angst vor Veränderungen haben. Aber was, wenn die Volksverhetzer, danke dafür nebenbei, irgendwann recht haben? Gibt es eine Grenze? Liegt sie beim Gensplissing? Ein sehr weiser Mann hat einmal gesagt, dass man die Angst vor der Genforschung mit den alten Chinesen vergleichen kann, die Angst davor hatten, Drachen steigen zu lassen, da sie irgendwann zu Flugzeugabstürzen führen würden. Dieser Satz ist heute für mich wahrer denn je. In puncto Gegen... Also, es tut mir leid, ich kann heute nicht lesen. In puncto Gengestaltung stehen wir erst am Anfang. Und derzeit ist es der allerletzte Schrei. Wir sehen Teenager, die ihr Leben riskieren, um unumkehrbare Veränderungen an sich vornehmen zu lassen. Nicht bei BG&A. Wir behandeln nur Erwachsene, die der Behandlung zustimmen. Das ist ja gut und schön, aber die Technologie existiert, oder? Die Katze ist aus dem Sack. Mal ehrlich, Tom. Muss ich wirklich das Argument, Pistolen töten keine Menschen bringen? Ich frage mich nur, ob Sie es in Ordnung finden, dass es ein modisches Statement benutzt werden sollte? Aber bitte doch. Sie haben selbst gesagt, die Behandlung ist unumkehrbar und beinhalte gewisse, wenn auch geringe Risiken. Glauben Sie wirklich, dass jemand eine solche lebensveränderte Entscheidung aus einer Laune heraustrifft? Sie bezeichnen es immer als Behandlung. Warum? Weil es genau das ist. Aber nicht im eigentlichen Sinne. Ich meine, es geht nicht um die Behandlung einer Krankheit. Natürlich tut es das. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich Ihnen das erklären muss, Tom. Wenn Sie von einer Krankheit sprechen, meinen Sie damit eindeutig nur körperliche Leiden. Ich möchte Sie nicht kränken, aber diese Ansicht ist doch recht mittelalterlich. Sie sagen also, die Verwandlung in eine genetische Mischform ist eine Art der Psychotherapie. Ich sage, dass man nichts verwerfen sollte, dass jemandem dabei hilft, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Wir sollten also alle hellauf begeistert sein? Gibt es keinen Platz für eine gesunde Skepsis? Ich finde Skepsis selten gesund. Meistens ist es nur eine Zuflucht für Vorurteile und Engstirnigkeit. Ich bitte nur darum, nicht das schlecht zu machen, was wir nicht verstehen. Betrachten Sie sich selbst als Prophet der Veränderung? Ich betrachte mich selbst als müde. Es war eine lange Woche. In dem Fall sollten Sie sich ausruhen. Danke für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Okay, es ging also um ein Gespräch von Gen, Veränderungen, Implantaten, sonstiges, Transplantationen, alles Mögliche in jede Richtung. Also wie gesagt, wenn es der Sohn auf einmal sein möchte, Tentakel im Gesicht haben, dann möchte John Sebastian Ballard dem nicht im Wege stehen. Er findet das in Ordnung. Und da kann man jetzt natürlich diskutieren. Ich werde jetzt gar nicht darauf eingehen, auf das Thema großartig, weil das ja ein riesiges Thema ist und das würde den Rahmen hier sprengen. Wir gucken mal in die Mails, die
hier wahrscheinlich von Victor so geschrieben wurde. Oder halt Anni geschrieben wurde. Lebensmittelliste. Hey, ich habe es geschafft, einen neuen Kunden an Land zu ziehen. Der Typ interessiert sich für Vorkriegssendetechnik und hat die Kohle dafür zu zahlen. Muss nicht neu sein, aber muss funktionieren. Hier eine Liste, was er will. Eine B8X-Antenne, ein M-Nemo Synth Receiver mit doppelter Befestigung, der große gewerbliche, nicht das Verbrauchermodell. Ein VGX4 Dechiffrierchip und Vitalia IFP Fusionsakkus. So viele du findest. Ich zähle auf dich, Kumpel. Vermassel es nicht. Rob. Lebensmittel. Naja, seltsam, das als Lebensmittel zu bezeichnen, aber halt einfach ein Typ, der sich für Vorkriegssendetechnik interessiert. Okay. Letzter Batch. Victor, die Teile, die du mir letzte Woche geschickt hast, waren total unbrauchbar. Ich konnte die Antenne benutzen, aber der Empfänger war hinüber und der Rest war total verrostet. Wo hast du dieses Zeug überhaupt her? Hast du das aus dem Müll geholt? Natürlich bezahlt mein Kunde nicht für diesen Mist. Ich musste ihm einen Rabatt auf meine besten Sachen geben, damit wir im Geschäft bleiben. Du stehst auf ganz dünnem Eis, mein haariger Kumpel. Noch so ein Stunt. Und du kannst dir deinen neuen Dealer, du kannst dir einen neuen Dealer suchen. Rob. Okay, also Victor hat scheinbar diesem Rob, ja, so Technikkram, sonstiges besorgt, halt, musste nicht neu sein, aber halt natürlich auch kein Schrott, ne? Die Frage ist halt, hat er dafür nicht sogar geklaut, ne? Ich meine, das weiß man nicht, aber er hat irgendjemanden gebraucht. Die Frage ist, für was? Also, wahrscheinlich Geld oder so. Bitte hör auf. Victor, diese seltsame Scharade muss aufhören. Sofort. Mama und Papa fürchten sich und ich kann es ihnen nicht verübeln. Diese ganze Gensplissing-Besessenheit ist eine Sache, aber diese Pakete, die du ihnen geschickt hast, was auch immer du glaubst, dass sie die angetan haben, das ist einfach grausam. Vic, du bist mein Bruder und ich liebe dich, auch wenn du dir noch ein Bein und ein paar Hörner wachsen lässt. Aber lass Mama und Papa da raus. Wenn du willst, dass sie dich so akzeptieren, wie du bist, rede mit ihnen. Erklär es ihnen. Ich weiß, du bist nicht wahnsinnig, also melde dich bei deiner Familie. Wir sind nicht deine Feinde. Ich hoffe, wir hören bald von dir, Anke. Aha, Victor hatte also einen Bruder, eine Schwester, eine sehr weiblichen Bruder, Anke und, ja, die wurde jetzt in den, die haben wir jetzt in den Flashbacks gar nicht gesehen, also in diesen Erinnerungen da, und das Ding ist jetzt auch gerade, gut, man erlebt ja diese Sachen immer nur aus seiner Perspektive und man hat natürlich die Mutter als sehr sanftmütig und sie ihn sehr liebt und ihn akzeptiert und den Vater als sehr, ja, du bist überhaupt nicht mein Sohn und so. Klar, das kann natürlich sein, dass er das gesagt hat, der Vater, aber wieder, ja, man hat es halt jetzt eben nur aus Victors Perspektive erlebt und die Frage ist halt, wie war das dann? Und wenn sie ihm packt, wenn sie von Paketen hier schreibt, die Anker, ich will ja nicht wissen, was da drin war, aber wahrscheinlich so ein paar Körperteile, könnte ich mir vorstellen. Oder irgendwie so, weiß ich nicht. Oder tote Tauben oder so. Ich denke jetzt mal, keine Grußkarten und Blumen. Antwort, gefallen. Hey Kumpel, ich habe deine Nachricht erhalten. Sie hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Die letzten Monate waren ziemlich schwierig. Elisa hat ihre Stelle wieder verloren und ist schwanger. Also arbeite ich Doppelschichten, um etwas Geld zu sparen. Wir wollen das Kleine splissen lassen, sobald es da ist. Anders gesagt, tut mir leid, aber so viel Geld habe ich momentan nicht. Nicht, dass ich dir nicht traue. Ich weiß, ich würde es zurückbekommen. Aber ich kann dir dieses Mal nicht helfen. Ich hoffe, du findest eine Lösung. Halte durch, Matt. PS, sind deine Eltern nicht reich oder sowas? Ich habe gehört, sie sind in einen B-Bezirk gezogen. Kannst du sie nicht um einen Kredit bitten? Okidoki, also Victor hat wohl einen Kredit gebraucht, um vielleicht wahrscheinlich weitere Splissings zu bezahlen, irgendwelche Manipulationen, sonstiges. Und, ja, hat er wahrscheinlich einen alten Kumpel Matt gefragt, der natürlich jetzt wahrscheinlich momentan nicht so dick ist, weil seine Frau schwanger ist und eine schwangere Frau... Ja, und dann das zukünftige Kind, das braucht natürlich ein bisschen Kohle und die kann man dann natürlich nicht einfach abgeben. Das würde ich auch nicht machen, vor allen Dingen nicht für Splissings. Das tut mir sehr leid. Ja, die Eltern. Okay. Antwort. Ich hol dich mir. Ich hol dich mir. Dich hol ich mir eigentlich. Aber gut, wahrscheinlich hat dies, wenn es eine Antwort an ich hol dich mir geschrieben, also wenn es eine Antwort an ich hol dich mir ist, dann hat wahrscheinlich ich hol dich mir hier der Victor geschrieben. Naja, okay. Sehr geehrter Herr, wir bei Ballard Genetics und
Augmentations sind zutiefst betroffen, dass sie mit den Ergebnissen ihrer Gen-Splitting-Therapien nicht zufrieden sind. BG&A arbeitet nur mit den besten Experten in ihrem Gebiet und verwendet modernste Geräte, um die Anforderungen aller unserer Patienten zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Patienten sehr hohe Erwartungen haben, selbst wenn diese, objektiv betrachtet, unrealistisch sind. Während wir keine exakten Details über ihre Behandlung bieten können, möchten wir Sie daran erinnern, dass unsere Experten in Fällen, die den Einsatz von genetischem Material von ausgestorbenen Arten, in diesem Fall Canis lupus, erfordern, einzigartige Stämme aus unserer Genbibliothek zusammenstellen. Der Wolf ist also ausgestorben im Jahre 2084. Ist ja interessant. Leider können wir Ihnen keine Liste der Spenderarten zur Verfügung stellen oder bestätigen, verneinen, dass eine bestimmte Art bei dem Prozess verwendet wurde. Wir möchten Sie weiterhin daran erinnern, dass die vorgenannten Tatsachen klar im prozessualen Vertrag erläutert sind. Zum Schluss müssen wir Sie darüber informieren, dass die böswillige DNA-Manipulation eine sehr schwerwiegende Anschuldigung ist, die nicht leichtfertig gemacht werden sollte, es sei denn, es liegen eindeutige Beweise für die Anschuldigung vor. Unbegründete Bezichtigungen gegen BG&A, sei es öffentlich oder in weiterer Korrespondenz, werden als Verleumdung betrachtet und mit entsprechenden Rechtsmitteln begegnet. Mit freundlichen Grüßen, BG&A, Patientenunterstützung. Also, der Viktor war wahrscheinlich mit der letzten Behandlung nicht zufrieden und ja, hat wahrscheinlich so einen kleinen Drohbrief geschrieben, was natürlich nicht sein kann. Oder halt den Push-DNA-Manipulation hier unterstellt. Und wie man es eben schon rauslesen konnte, er wollte natürlich wahrscheinlich mit Wolfsgen oder sonstiges behandelt werden und wie der Verfasser dieses Schreibens hier schon erwähnt hat, ist das wahrscheinlich nicht so einfach, wenn es diese Gattung nicht mehr gibt. Interessant. Dokumente. Okay. Aha. Ach so, wahrscheinlich Ding hier, ne? Der fortlaufende Prozess, oder? Wie wir zuerst aussahen, dann danach. Schön behaart hier. Die Frage ist, warum hat er sich die Arme hier ersetzen lassen, damit er wie ein Wolf laufen kann? Also mit anderen Gelenken dann? Ja, okay, genau. Damit er wie ein Wolf laufen kann. Oder zumindest wie so ein Werwolf. Genau. Hier so Wolfsgelenke. Oh Mann, aber das Bein sieht schon ganz abgefuckt aus. Ja, genau. Und hier schön das Gesicht verändert. Die Ohren spitz. Das haben wir ja gesehen. Oh Mann. Wie gesagt, ich kann eigentlich ihm, ja, ich kann nur sagen, Ruhe in Frieden, Viktor. Eine Sache interessiert mich jetzt eigentlich schon. A Splicer, a lunatic and a junkie. Perfect combo. Ja, Mann. Wenn schon, denn schon. Ne? Die Frage ist, wenn wir jetzt hier weggehen würden, wo kämen wir denn dann hin? Oh, wir könnten. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt doch hier die Aufnahme beenden. Ich möchte eigentlich schon wissen, was man da jetzt noch machen könnte. Ich werde die Aufnahme hier beenden. Ich werde jetzt kurz ein Backup machen. Und dann werde ich, ja, also ich hoffe, das funktioniert dann so, wie ich mir das vorstelle. Aber dass ich dann vielleicht hier zweiten spielen kann und das Spiel bitte von selbst die Option, was ja eigentlich immer sehr schön ist, wenn man vom Spiel die Option geboten bekommt, dann an einer gewissen Stelle nochmal zu anzufangen, wenn es denn dann überhaupt so geht. Aber das ist jetzt doch eigentlich so offensichtlich, dass man zwei Auswahlmöglichkeiten hat. Entweder sich hier mit Davids Kopf verbinden oder hier hinten durch die Tür gehen. Und wie gesagt, ich muss eigentlich sagen, ich traue der ganzen Sache nicht, weil das kann nicht David gewesen sein, der zu uns geredet hat. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall das Backup schneller stellen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann weiß, wie ich das machen werde. Bis dahin!